Hallo und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Wir wollen heute über die Mobilisationsübung sprechen. Wir werden damit beginnen, einmal die Mobilisationsübung zu definieren und uns anzuschauen, was das überhaupt ist. Und dann werden wir schauen, wie die Mobilisationsübung aufs Pferd wirkt. Und ja, einmal die Strukturen im Pferd anschauen, die von der Mobilisationsübung angesprochen werden. Und ganz zum Schluss werde ich dann noch einmal erklären, wie die Hilfengebung der Mobilisationsübung denn überhaupt funktioniert. Viel Spaß beim Video! So, was ist die Mobilisationsübung denn jetzt überhaupt? Kurz gesagt ist die Mobilisationsübung oder das Mobilisieren ein seitliches Übertreten der Hinterhand auf eine Kreislinie. Das heißt, hierbei ist die Wirbelsäule des Pferdes möglichst gerade. Also wir wollen kein gebogenes Pferd. Eine Stellung kann hinzugenommen werden, ist am Anfang dann in der Regel gegen die Bewegungsrichtung, einfach um das Erlernen des Bewegungsmusters zu vereinfachen. Der Mensch steht also in der Mitte des Kreises und das Pferd geht um den Menschen herum mit dem Kopf zum Menschen. Das heißt, wir haben die Vorhand, die einen deutlich kleineren Kreis um den Menschen geht und die Hinterhand, die den größeren Kreis geht und dadurch auch deutlich stärker kreuzt. Es kann also sein, dass die Vorhand kaum bis gar nicht kreuzt und die Hinterhand stark kreuzt. Das ist dann okay, das kommt ein bisschen auf die Abstellung an, die wir wählen. Aber dadurch, dass die Hinterhand den größeren Kreis macht, wird diese immer mehr kreuzen. Wie wirkt die Mobilisationsübung denn jetzt? Also wie der Name schon sagt, soll die Mobilisationsübung die Hanken, also die Hinterhand und die großen Gelenke der Hinterhand, mobilisieren und damit geschmeidiger machen. Außerdem haben wir durch die Aufrichtung einen gewissen Versammlungseffekt, denn wir wollen im Prinzip dadurch das Gewicht von der Vorhand auf die Hinterhand verlagern. Diese zwei Effekte treten besonders dann ein, wenn wir diese Übung wirklich ruhig und bedächtig machen. Denn durch dieses Kreuzen muss das Hinterbein, was auf dem Boden steht, wirklich Last aufnehmen und sich ein bisschen beugen. Theoretisch können die Pferde das über Tempo kompensieren. Das heißt, wenn ich wirklich langsam seitlich trete, muss das stehende Bein Last aufnehmen und sich ein Ticken beugen, um das kreuzende Bein quasi vorbeizulassen. Theoretisch kann ein Pferd das über Tempo kompensieren, indem es quasi so ein bisschen rüberfällt. Aber das funktioniert ab dem Moment nicht mehr, ab dem wir das wirklich langsam machen oder zum Beispiel auch immer wieder Haltübergänge dazwischen einbauen. Denn ich kann nicht gut fallen und dann anhalten, dann falle ich quasi schon weiter ein Stück in die Richtung. Deswegen, wenn wir das wirklich langsam und bedächtig ausführen, dann muss das Pferd die Hinterhand wirklich beugen und Last aufnehmen, um das Bein rüber zu lassen. Und das ist genau der Effekt, den wir haben wollen. Denn durch dieses Beugen kommt Gewicht von der Vorhand auf die Hinterhand und es macht es natürlich deutlich geschmeidiger, weil wir einfach mehr Bewegung in die Hinterhand kriegen. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht häufig denkt, mobilisiert die Hinterhand gar nicht das kreuzende Bein, oder zumindest nicht primär, sondern das stehende Bein. Wir bringen dem Pferd also mit dieser Übung ein Stück weit bei, seinen Körper gesünder einzusetzen, indem wir eben Gewicht von der Vorhand nehmen und die Hanken geschmeidiger machen. Das ist im Prinzip auch eine Voraussetzung oder eine gute Vorbereitung für weitere Seitengänge oder auch das Schenkelweichen, weil wir da natürlich schon eine gewisse Beugkraft brauchen. Ich meine, das eine interferiert immer mit dem anderen. Das heißt, wenn das Schenkelweichen besser geht, wird auch die Mobilisationsübung besser klappen und andersrum. Aber grundsätzlich bilden wir damit eine gute Grundlage. Außerdem zeigt sich in der Mobilisationsübung die natürliche Schiefe schon sehr, sehr gut. Einfach dadurch, dass uns sehr, sehr schnell auffallen wird, wenn das in die eine Richtung gar nicht gut klappt oder das Pferd immer auf die Schulter fällt in der einen Richtung. Und dann haben wir ein sehr präzises Werkzeug, um da auch gegenzuarbeiten, indem wir dann immer wieder darauf bestehen, das wirklich ruhig zu machen, dass das Pferd sich wirklich konzentriert, bei sich bleibt und dann vielleicht auch zum Beispiel ein Über-die-Schulter-Fallen verhindert, indem man viele Übergänge zum Anhalten macht. Das heißt, wir haben hier ein relativ gutes Werkzeug, um einfach unsere Schiefe zu überprüfen, aber vielleicht auch schon ein bisschen dagegen anzuarbeiten. So, wie führe ich die Mobilisationsübung denn jetzt aus, beziehungsweise welche Hilfen gebe ich dafür? Und zu Beginn haben wir einfach nur einen Kappzaum und einen Strick und Gerte und stellen uns vor unser Pferd. Unser Hauptfokus liegt jetzt erstmal darauf, dass die Wirbelsäule des Pferdes gerade bleibt. Manchen Pferden hilft es dafür, eine kleine Stellung gegen die Bewegungsrichtung zu machen und dann
ich mache es jetzt mal von der Seite, beginne ich im Prinzip damit, die Flanke hier zu touchieren, um ein seitwärtstretende Hinterhand zu provozieren. Wie gesagt, am Anfang kann ich ein bisschen gegen die Bewegungsrichtung stellen. Und dann schaue ich, dass die Wirbelsäule gerade bleibt und die Hinterhand weiter kreuzt. Ihr seht jetzt, wie Tano einen größeren Kreis mit der Hinterhand macht und dort deutlich stärker kreuzt. Und wenn er jetzt so ein bisschen über die Schulter wegläuft, dann versuche ich erstmal, den Hals wieder gerade zu machen. Ja, den Hals wieder gerade machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich so eine Art Aufwärtsarray machen, indem ich quasi einen Impuls mit meiner Hand Richtung seinen Ohren gebe, um ihn ein bisschen abzubremsen und das Gewicht mehr auf die Hinterhand zu verlagern. Er kommt dann mit dem Hals auch ein bisschen höher, was natürlich langfristig nicht das Ziel ist, aber gut. Ihr seht in der Regel, wenn ich hier das Aufwärtsarray gebe, dass er sich da so ein bisschen nach hinten verlagert. Und auch wenn er dann mal einen Schritt nach hinten macht, ist das gar kein Ding. Ihr seht nämlich vielleicht auch bei Tano, dass der noch so ein bisschen nach vorne drückt dabei. Das kann am Anfang wirklich sehr stark sein bei Pferden, die noch nicht sehr versammlungsfähig sind. Einfach weil das mega schwer ist für die Pferde, das Gewicht nach hinten zu nehmen und gleichzeitig aber sich auch auf der Hinterhand zu bewegen oder mit der Hinterhand zu bewegen. Tano? Genau. Das heißt, ich fange wieder an, zeige einmal auf die Hinterhand. Ich beachte hier natürlich auch wieder die Grundsätze der Gerte. Das heißt, ich zeige erst, wenn das nicht reagiert, dann tippe ich und ich lasse die Gerte dann immer da, solange er gehen soll. Achte, ich passe wieder auf, dass der Schulter nicht wegläuft. Halt die Wirbelsäule gerade. Sehr gut. Super. Und wenn er stehen bleiben soll, nehme ich die Gerte weg. Sehr schön, mein Freund. Super. Hier kann ich natürlich dann auch sehr viele Übergänge zum Halten machen. Wenn ich merke, dass die Pferde zu schnell werden, bei ihm war es jetzt gerade grenzwertig, würde ich sagen, würde er noch schneller da ja, durchhetzen, würde ich ihn mehr anhalten. Und dann ist es auch kein Problem, wirklich einen Schritt zu machen, wieder anzuhalten. Gerade wenn die Pferde noch mehr über die Schulter laufen. So, er steht jetzt hier ein bisschen komisch, aber wir machen jetzt mal kurz die andere Seite noch. Gang. Geh mal rum. So. So. Ich frage wieder eine leichte Stellung gegen die Bewegungsrichtung. Tano, hör auf. Ja, genau. So. Gut. Und im Idealfall bleibt mein Fuß stehen. Dann merke ich nämlich auch, ihr seht, meine Ferse hier dreht sich so ein bisschen in den Boden. Hey, langsamer, langsamer. Gut. Dann merke ich nämlich auch, wenn er mich nach vorne drückt, weil er mich dann quasi umläuft. So. Ich kann dann später auch eine Stellung in Bewegungsrichtung hinzunehmen. Das ist an der Hand tatsächlich, also an der Handarbeitsposition, so ein Ticken einfacher. Am Anfang fällt den Pferden das deutlich schwerer, nämlich. Gut. Gut. Und dann komme ich quasi in so eine Art Pirouette renversée. Gut. Super. Das war jetzt fast ein Ticken zu schnell. Ja, aber Tano ist gerade ein bisschen aufgedreht. Wenn die Mobilisation mit dem Kappzaum gut klappt, dann kann man auch die Zügel in der Handarbeitsposition umhängen. Man kann dafür auch die Trense nehmen. Das hat dann natürlich nochmal einen Effekt, weil man auch so ein bisschen das Kauen ansprechen kann. Ja, wir machen das jetzt mit Tano trotzdem mit dem Kappzaum. In der Handarbeitsposition ist die Mobilisation tatsächlich noch einen Ticken schwerer. Einfach dadurch, dass ich mehr hier stehe und der Mittelpunkt des Kreises bin, weil ich ja seitlich an meinem Pferd stehe, muss das Pferd natürlich noch enger kreisen. Und ja, eigentlich ist es in der Regel noch was schwerer. In der Handarbeit nehme ich in der Regel dann direkt auch die Stellung gegen die Bewegungsrichtung ein. Genau. Wobei ihr natürlich hier auch trotzdem variieren könnt. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, immer die Stellung oder für eine Zeit lang hauptsächlich die Stellung zur Schulter einzunehmen, auf die das Pferd fällt. Einfach weil es sich durch die Stellung nach da auch so ein bisschen aufrichten muss mit der Schulter. Ist mein Zügel wieder los? Was? Freundi. Danke. Genau. Das heißt, ich stelle mich neben mein Pferd. So ein bisschen auf Halshöhe. Schau, dass mein Pferd mich nicht beißt dabei. Und frage dann auch hier an, dass die Hinterhand rumtritt. Sehr gut. Auch hier schaue ich wieder, dass ich stehen bleibe. Und ja, nehme die Stellung gegen, in die Bewegungsrichtung ein. Hey, hey. Super. Ja.
Mein Freund. Mein Freund. Gut. Hör auf jetzt, Mann. Hör auf. Gut. Und auch hier kann ich immer wieder Übergänge zum Halten einfordern. Ihr seht, wie das gerade bei Tano nicht so gut klappt. Ist gut jetzt. Freund. Ja. Und kann wieder ein Losgehen fordern. Und dann mache ich jetzt mal schneller einen Haltübergang. Freundi. Gut, super. Ja. Super toll. Sehr gut. Gut. Das geht natürlich auch in beide Richtungen. Und wenn das gut klappt, dann kann man die Mobilisationsübung tatsächlich auch im Trab machen. Hier haben wir aber natürlich einen deutlich höheren Versammlungsgrad schon. Einfach dadurch, dass wir uns im Prinzip auf der gleichen Linie befinden und die gleiche Abstellung haben. Und trotzdem das Pferd natürlich eine höhere Gangart gehen soll. Genau. Tano kann das noch nicht sehr gut. Ich fange das dann tatsächlich meistens so an, dass er so ein bisschen, reinlaufen darf, aber so ein bisschen erst gerade auslaufen darf und dann sich im Trab zurücknimmt, weil ihm sonst der Übergang in den Trab sehr schwer fällt. Einfach jetzt zu Demonstrationszwecken. Ihr seht, dass ich auch im Trab so ein bisschen mitgehe, einfach weil das noch zu klein für ihn ist sonst. Komm. Super. Super. Gut. Und wenn ein paar Schritte gut sind, halte ich ihn an, lass ihn Pause machen und dann versuchen wir nochmal. Komm. Und da. Komm. Ja, toll. Das war schön. Die war super gut. Komm. Komm. Ja. Komm. Komm. Ja, sehr schön. Super fein. Super fein. So. Und natürlich könnt ihr die Mobilisationsübung auch geritten ausführen. Hier hat man tatsächlich nochmal so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man das Pferd am Sitz halt so ein bisschen bei sich haben muss und irgendwie es tatsächlich gar nicht so einfach ist, einen Mittelpunkt einzuhalten. Also ich kann hier empfehlen, am Anfang ein Hütchen hinzustellen, aber selbst mit Hütchen ist das Ganze gar nicht so einfach, wie es von außen aussieht, wirklich den gleichmäßigen Kreis mit den Vorder- und Hinterbeinen einzuhalten. Ist aber auf jeden Fall eine wirklich gute Übung auch unterm Reiter. So, das war die Mobilisationsübung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet mitnehmen, wie die Mobilisationsübung wirkt und wie man die umsetzt. Und ja, habt viel Spaß mit eurem Pferd dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!